Problem an dem Lore-Holddeck ist, dass es einfach so unendlich viel Removal spielt, dass in der Regel keine Karte überlebt, die keine Hexproof hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Paradise Druid jetzt eine Thoughts abkriegt. Ja. Darf ich, darf ich, darf ich? Nein! Was? Was? Lass mir doch mein Enchantment. Die Marke drauf kommt. Ey! Den guten alten Elder G lege und Shibi jetzt zufällig keinen Path hat. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Land, was ich hier antappen werde, sterben wird. Weil nur Removal vorhanden ist. Ja, da ist es auch schon. So, irgendwie witzig. Nein, auch noch die Helix. Oh Mann. Also auf jeden Fall wird noch ein Removal da sein, weil wir haben erst 5 gesehen. Ah ja, da ist er. Red. Spitflame, natürlich. Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute steht mal wieder ein Elder Dragon Versus an. Dafür habe ich mir natürlich nochmal den Kaiden Solaris eingeladen. Und heute zocken wir Lorehold gegen Silverquill. Also um genau zu sein, Velomachus gegen Shadrix. Ich bin super gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Mein Deck könnt ihr ja hier schon sehen. Super viele Archivkarten, super viel Interaktion, relativ wenig Kreaturen. Soll halt wirklich ein schönes Velomachus-Deck sein. Ich bin super gespannt, wie das Ganze performen wird. Gerade gegen Silverquill, das könnte halt echt nicht so ganz so einfach werden. Auch dieses Deck wird vermutlich sehr viel Removal haben, also genau wie wir. Könnte also echt interessant werden, würde ich sagen. Sehen wir uns zur ersten Starthand. Viel Spaß! Schön aggressiv gegen Shadrix. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Keep. Gucken wir mal, Leute. Ich hab Bock. Yo, moin, auf eine gute Runde. Da bin ich mal wirklich gespannt. Eine Motte. Ich glaube, ich mache aber erstmal getapptes Land. Halt mir nicht den Bolt auf. Ich hoffe, da kommt nicht der Aggro-Start. Ah, gucken wir mal. Hätte man bolten können. Oh. Extra Kampfphase. Auch nett. Ja, so ein paar Länder wären aber noch okay. Auch ein rotes Land. Irgendwie Bolt, Grape Shot. Gehen wir sofort in die Offensive. Ah, vielleicht nicht ganz sofort. Oh, der ist gut, der Spellbinder. Der ist richtig gut. Was nimmt man da? Den Bolt, ne? Ja. Hätte ich auch gemacht. Frech. Ich meine, wir können immer noch bolten. Wir haben ja nicht wirklich was zu tun. Also Pumpspell plus Grape Shot für den Spirit. Ah, Moment. Pumpspell, Grape Shot. Ah, nee, das bringt's auch nicht. Ich glaube nicht. Ja, komm. Bolten wir einfach den Spellbinder. Geht besser. Aber geht auch deutlich schlechter. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall ein Land. Und dass die Karte nicht bekannt ist, das könnte ganz gut sein. Ach komm! Kai! Und der ist 2-5. Der ist, glaube ich, ganz gut gegen uns. Was nimmt man da? Das Mass Removal. Alles klar. Mana ist am Start. Dawn of Hope. Nicht schlecht. Komm, Land. Leider nein. Ärgerlich. Na, können wir nichts machen. Wir können eine Response spielen, aber ich glaube, die brauchen wir für den Drachen. Velomachus braucht noch einen Moment. Also einen guten Moment. Schade, und wir hatten drei Länder auf der Starthand. Ah, neues Mass Removal. Nicht ganz, aber es kann auch gut sein. Erstmal Signet gelegt. Interessant. Ja, will ich den Corpse Knight abschießen?
Ich glaube, ich mache es mal. Oder ich versuche es mal. Bisschen Mana nutzen. Machen Token. Oh, das geht ja auf jeden Fall klar. Ja, ist okay. Komm, Land. Ah, so nah dran, Leute. Müssen wir auf der Hand behalten. Oh, bitter. Hier sind jetzt auch nicht mehr viele Karten. Also wir sind auf jeden Fall noch im Spiel. So ist das nicht. Und wir spielen den Best of 3, also ganz entspannt. Es könnte wirklich ein bisschen besser laufen. So ein ganz kleines bisschen. Da ist der Drache. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wählt man denn da auch ab nächster Runde? Oh, das wird super interessant. Das ist ein Land. Ja, komm, legen wir die Motte. Ja. Und dann mal sehen, was passiert. Wer kriegt welchen Effekt? Entweder ein Token, ziehen eine Karte, verlieren Leben oder eine Marke auf alle Kreaturen. Ah, so ein bisschen Removal wäre jetzt. Okay, ich weiß, wer die Marken bekommt. Oh, wow. Das ist schon mal nice. Aber wir haben Single Combat. Also wenn wir das Land ziehen, das wäre schon ziemlich wichtig. Dürfen wir die Karte ziehen? Das ist wirklich wichtig. Das war aber ein krasser Zug. Das sieht nach Single Combat aus. Auf jeden Fall. Dann wählen wir mal die Motte. Das ist ja gar nicht mal schlecht für uns. Boah, das war richtig wichtig. Aber Mana ist auf jeden Fall am Start. Sorry, das war der perfekte Counter. Also, relativ perfekt, würde ich mal sagen. Der Drache bleibt halt liegen. Dafür bleibt aber auch unser Spirit liegen. Der fliegt auch endlich mal. Boah. Wir dürfen weiterziehen. Oh, good game. Leute, Doppelschlag. Good game. Wir dürfen weiterziehen. Da war ja was. Der eine Blocker reicht gar nicht. Das ging jetzt viel schneller als erwartet. Der Drache hat Doppelschlag. Leute, Punkt 1 geht an den Kai. Ja, da muss ich jetzt aber rankommen. Weiter geht's. Das sieht schon okay aus, würde ich sagen. On the play. Boah, Leute, das ging viel schneller als erwartet. Ja, wenn ich jetzt Länder ziehe, geht das klar. Hätte ich eben nicht mit der Motte angreifen sollen, aber ich glaube, die Spielposition war ja sowieso schlecht. Aber moin, versuchen wir das nochmal. Ich meine, bei einem 2-0 gibt es noch einen Decktausch. Aber jetzt kommt, Punkt für Velomachus. Das wäre okay, würde ich mal behaupten. Ich investiere mal 2 Leben. Eventuell will ich noch Divine Strike für ein Land spielen. Also Mana muss sein. Ohne Mana. Ach, den kennen wir. Kann Velomachus ja nicht ganz so viel machen. Ja, komm. Richtig guter Spielzug. Machen wir Defiant Strike. Wunderbar. Und dann Lightning Bolt. Gut investierte 2 Lebenspunkte, würde ich sagen. Erstmal Spellbinder, oder? Ja. Schauen wir mal. Jetzt klauen wir mal eine Karte. Oh. Oh. Alles gut. Ich glaube, ich nehme die Hexe aber, oder? Ja. Die ist stark. Removal kommt halt so oder so. Auch eine Absolution. Oh, die ist auch stark. Halt. Hexe macht Spielsteine. Absolution vorher der Drache. Das sieht stark aus. Der hat mich richtig überrascht, der Drache. Finde ich richtig gut. Nochmal Mountain.
Ja, okay, greifen wir an. Vielleicht kommt ja das Removal. Will ich eigentlich gar nicht die Motte reinspielen. Nicht so wirklich. Hätte ich auch den Banner legen können. Ja, doch, machen wir so. Auf dem Weg zum Velomachus. Der ist auf jeden Fall super. Nehmen wir Weiß. Ja, vielleicht hätte ich noch einen Schaden machen können. Aber wäre halt das Removal gekommen im Attack Step, was halt in der Regel nicht kommt, dann hätte ich die Motte gelegt. Ist schon in Ordnung. Und nur ein Spirit ist halt auch sehr in Ordnung. Jetzt haben wir nächste Runde Velomachus. Das gefällt mir. 5, 6, 7, ja. Ja, sind wir leicht vorne jetzt. Oh. Oh, der Heartless Act ist aber stark. Jetzt Topdeck Land für Statement. Nein. Oh, Leute. Ich glaube, der Velo hat einen Angriff. Komm, Velomachus. Jetzt hier kein Removal. Wir brauchen einen Punkt. Ganz dringend. Ach, der Murderous Rider. Der ist heute extra frech anscheinend. Schon, oder? Hat eben das Spiel gewonnen und das war jetzt auch ziemlich gut. Mhm. Ja, nächste Runde Velo. Na, nächste Runde Closing Statement aber auch eventuell. Das ist frech. Das ist sehr frech. Komm schon. Oh, Kai hat heute alles. Richtig stark. Mhm. Mhm. Ich fetch trotzdem schon mal. Das Deck hat ja auch so gute Karten. Kurz überlegt, ob ich warten will. Aber Single Combat können wir ja immer zocken, auch mit einer Kreatur. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Removal. Wow. Das kommt aber alles ziemlich passend. Boah, richtig stark. Leute. Hoffrey. Ja. Ist ein Anfang. Immerhin eine starke Kreatur, eine sehr starke Kreatur. Quasi nochmal die Motte. In der Zwergen-Kleriker-Variante. Das ist wirklich eine gute Karte. Einfach nur die untere Fähigkeit ist schon super. Oh! Castle für 5, aber hier auch keine Länder. Also, das ist natürlich bitter. Wenn ich jetzt angreife, kommt ja ein Doppelblock wahrscheinlich, ne? Ja, Doppelblock Protection. Ich muss ein getapptes Land legen. Was soll ich machen? Und Doppelblock muss nicht sein. Sagen wir einfach Go. Mal gucken. Jetzt muss ja eigentlich ein Land kommen. Also wenn keine Länder kommen, kommen halt hier die guten Interaktionskarten. Also es war alles fair hier. Auf jeden Fall. Hm. Speaker. So, jetzt Velo. Du musst jetzt mal was machen. Ein Lorehold-Command oder so treffen. Das wäre doch mal ganz nett. Das ist nicht nochmal 2 Mana Removal, oder? Oder? Boah! Die komplette Zerstörung. Ich komme nie wieder an die Karten dran. Bitter. Das sieht jetzt schon wieder richtig hart aus. Velo kostet 11. Spiel 1. Ja, hätte ich auf dem einen Spot mit der Motte gechumpblockt, das hätte wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Also, Spiel 1 war schon okay. Und jetzt Spiel 2 ziemlich eindeutig, wenn wir das abgeben. Ziemlich stark hier. Mal gucken. Da ist der Drache ja schon gar nicht mal so schlecht sogar auf dem Spot. Das aber auch gut.
Das ist absolut nicht gut. Zwei Mana, zwei Leben. Können wir die beiden 1-1er abschießen? Das ist aber nicht ganz so stark. Das ist nicht optimal. Das war ein ganz unpassender Top-Deck. Leute, ich glaube, das geht hier 2-0 an Shadrix. Aber völlig in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht. Das ist halt der Angriff für 12. Da kommen wir nicht raus. Nicht so. Aber schönes Spiel. Starkes Deck. Reinforcements. Ah, damit überleben wir vielleicht noch eine Runde. Wie viele Trigger sind das? Nicht genug. Eins. Zwei. Einer Face. Das ist unser letzter Attack. Ich weiß nicht, wie wir uns dagegen verteidigen sollen. Ich meine, es ist ein Angriff für 17. Ist nicht schlecht, aber können wir das noch irgendwie gewinnen? Ich habe halt drei Blocker, den kann ich eh nicht blocken. Ein Removal, wie eben. Also ich glaube nicht, dass ich das gewinnen kann. Ich kann jetzt 12 Schaden drücken. Das Ding hat Lifelink. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche halt zwei Blocker. Aber ich verschenke es natürlich jetzt nicht. Aber das war unser Maximum. Na jo, die sterben am Ende an der Absolution. Ja, Leute, dann gewinnen wir eh nicht mit einem Lightscribe. Boah, good game. Die komplette Zerstörung heute. Oh, Leute. Also die Schlacht, das Versus geht ganz klar 2-0 an Shadrix. Richtig stark. Velo gar keine Chance gehabt. Aber machen wir noch einen kleinen Decktausch. Schauen wir mal. Weiter geht's. Die Decks sind getauscht. Leider on the draw. Schade. Aber on the draw Tempel, das sollte eigentlich passen. Boah, du bist auch mit dabei, Oketra. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Mal gucken, Leute. Ja, moin! Die Schlacht ist offiziell beendet. Noch eine kleine Bonusrunde. Ja, Länder nehmen wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann der Kai uns mal zeigen, wie Velomachus richtig funktioniert. So. Hexe, Command, Oketra oder Spirit? Shadrix? Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier war jetzt auch nicht der superschnelle Start. Irgendwie kein Mindstone, kein Signet. Oh, der Banner aber. Ich glaube, so eine Apparition ist nicht schlecht, ne? Oh, Mentor. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann klauen wir mal einen Mana-Artefakt, oder? Ist da noch ein Bolt? Bolt oder Schwerter dahinter? Einmal alles. Ich bin gespannt. Der Kai hat heute den Run auf jeden Fall. Ah ja. Erstmal Phase wechseln. Okay, Mana ist wieder weg. Jetzt nicht in den 3-3er-Token reinlaufen, nämlich. Alles gut. So, bringen wir erst die Hexe online. Ja, da ist auch Mass Removal im Deck. Okay, die Konter-Apparition. Das geht klar. Phyrexian Tower. Wollen wir eine Kreatur legen oder das Command zünden? Ich glaube, ich zünd das Command und leg dann alle Kreaturen dahinter. Die Frage ist, will ich Bonusschaden machen oder eine Bonuskarte ziehen? Also das will ich auf jeden Fall machen. Ich nehme mal eine Bonuskarte, glaube ich, mit. Ja. Ich denke, das geht klar.
zwei Runden kommt der Velo und eskaliert dann vielleicht. Das wollte ich ja eigentlich heute machen. Aber das wäre okay, wenn der Kai heute mal komplett performt. Gönnen wir, Leute, gönnen wir, natürlich. Wir spielen zum Spaß, auch wenn es ein Battle ist, aber richtig gut. Corpse Knight, aber wir müssen erstmal Oketra legen. Schon, sie ist einfach super, super gut. Na, Burn the Apparition, 3-3er Token. 100 pro, oder? Und dann block unseren Token. Schon irgendwie, oder? Das Deck hat so viel Removal, ich wollte gerade sagen. Das geht aber klar, komm. Der Velo könnte viel schlimmer werden. Und dann blockt die 2-2er. Ja, haben wir kommen sehen, ist nicht so schlimm. Hm? Wenn sie überlebt, das ist halt eine ganz andere Liga. Richtig gute Karte. Dann beide Dreien dahinter. Mal gucken. Bitter. Bitter. Ah, ist okay. Sie kommt zurück ins Deck. Ah, da ist ja alles am Start. Und dann Land, Velo. Boah, perfekt. Ja, genau so wollte ich das eigentlich haben. Schön das komplette Removal. Hatte ich nicht Discard hier in dem Deck eben gesehen? Läuft! Leute, heute der perfekte Run hier bei Kai. Ah, das ist ja mal völlig in Ordnung. Freue ich mich, dass Velo auch nochmal was zeigen kann. Findet LOL Command. Leute, was ist denn hier los heute? Also, da habe ich mir auf jeden Fall schon mal einen Daumen für verdient, oder? Also, ich werde hier komplett verprügelt heute, Leute. Also, das ist doch das Minimum, oder? Hau! Autsch! Nochmal ein paar Bonuskarten ranholen. Ja, ja. Ja, so ein Removal wäre ganz gut. Das ist doch hier randvoll, ne Ebene. Schade. Na, ich glaube, der Drache, der ist es nicht. Dafür müssen wir auf dem Board vorne sein. Leute, ich werde hier richtig verprügelt. Also wirklich, kommt Leute, der Daumen. Ich bitte euch, ich brauche heute einen extra Daumen von euch. Sonst überstehe ich das nächste Gameplay nicht. Richtig gut. Hm. Da freue ich mich. Also mein Velomachos-Deck, das performt wirklich ganz gut. Na, da hilft auch Doppelschlag nicht. Ich würde jetzt ganz ungern mit der Hexe blocken. Muss ich aber wohl, oder so? Oh, das gefällt mir nicht. Ich muss es, glaube ich, machen. Ich habe ja noch nicht mal Zauber dahinter, Leute. Ich habe nichts. Einmal nichts. Kein Discard. Aber gut. So läuft das manchmal. Und Hoffrey dahinter. Ja. Okay. Komm, getappt. Das ist leider ein bisschen spät, oder? Hm, ging auf jeden Fall 10. Bloodout ist zu langsam. Ist alles zu langsam wahrscheinlich. Wir sind zu weit hinten, denke ich mal. Nächste Runde Oketra bringt es auch nicht mehr auf dem Board. Gut, hier ist noch ein Bonus-Mana auf dem Tower. Aber wir müssen halt noch einen Blocker legen hier. Und dann können wir Blood für X gleich 3 machen. Das bringt es auch irgendwie nicht. Wir könnten den Drachen legen. Ist vielleicht ein bisschen besser. Ah, das 100 pro Removal dahinter. Ich glaube, ich lege dem nach der Kampfphase lege ich den, oder? Oder will ich noch die Marken? Weil die Marke ist ganz gut. Die Frage ist, will ich keine Bonuskarte geben? Ich mach's einfach mal. Ich glaube, Leute, das perfekte 3-0 für Kai heute. Na, mal sehen. Mhm. Karte oder Inkling? Ne, Inkling kann ich nicht rübergeben. Es geht leider nicht. Hier, kriegst du Bonuskarte. Dann haben wir zumindest so ein Teil bessere Blocks. 3-6 ist gut, kann halt auch den Velomachus blocken. Doppelschlag.
Und dann vielleicht ein riesen Blot-Out. Vielleicht, Leute, vielleicht. Mit ganz viel, ganz, ganz viel Glück. Kein Removal. Jetzt aber, oder? Ich meine, das macht ein Castle. Ah, doch, Castle ist ganz gut mit Velo. Dann traden die. Also Leute, ich sehe es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Single Combat mit Hoffri und Velo hat ja eh Eile. Oh, wie nice. Wow. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Leute, was für ein Spiel. Der 6-6er Velo. Nein, was ist das? Nein! Leute! Ja, wie gesagt, ich brauche heute ein paar Daumen von euch. Auf jeden Fall, denkt bitte dran. Da ist das Good Game. Boah, Kai, aber ey, schön. Also top. Freue ich mich, dass mein Velomachus nochmal gewonnen hat an der Stelle. Die Schlacht geht offiziell an Shadrix. Und heute gehen alle Spiele mal an den Kai. Aber völlig in Ordnung. Hat mega Spaß gemacht. Das gehört halt auch mal dazu. Ein richtig gutes Versus. Also Leute, wir hoffen natürlich, dass euch das Ganze auch gefallen hat. Wenn ihr noch Bock habt auf die ein oder andere Schlacht, bei Kai sind ja auch ein paar Videos von dem Format, dürft ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Aber an der Stelle kann ich euch erstmal nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.